Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 8. Januar 2019. Und nach doch einem sehr, bewegten Montag, Freitag, zurückliegenden Montag, Freitag, hat unser DAX zum Dienstag sich mal wieder auf der Oberseite versucht. Ist zwar deutlich wackeliger dann geworden, aber ich muss mal jetzt sagen, kam auch an der Stelle, wo es kam, nicht ganz unerwartet. Letztendlich ist die Analyse abgelaufen, er hat einen Long Trigger aktiviert, ist hier oben in dem Bereich gelaufen. Hier hat man gesagt, würde es für den DAX brenzliger werden, einfach weil hier auch das 61er Retracement liegen würde aus der Bewegung. Und dadurch, dass man hier so schön schnurstracks runtergekommen ist, hat man gesagt, wird das bestimmt ein Bereich, wo es für den DAX kritischer wird, na, wo er auch mal zurücksetzen kann, bis hier gut und gerne 1,40, 1,30 rum. Ja, das ist jetzt noch ausstehend, der befindet sich noch im Rücklauf. Man kann aktuell noch nicht sagen, dass er abgeschlossen ist. Deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen die Pfeile auch mal so noch drin stehen. Spricht jetzt, also er hat jetzt die rote Kerzen rausgedrückt. Ich meine, wenn er mit einer grünen reinkommt, jetzt, wenn er grün eröffnet, dann hätte er schon eine Chance, da auch zu finalisieren, ohne da vielleicht nochmal ein neues Tief zu setzen. Aber das muss dann erstmal kommen. Die Amerikaner, die knicken ein bisschen deutlicher ein, sehen mir ein bisschen danach aus, wie als wollen sie in der Nacht ein bisschen was machen. Mal gucken. Würde unseren DAX dann sicher morgen früh auch nochmal hinterherkommen. Und so sieht das ganz gut aus, sieht recht stabil aus, hat sich schön hochdrücken können zum Dienstag, leider nicht halten können. Aber wie gesagt, das ist auch ein harter Gegner gewesen hier. Das kam ja jetzt nicht unerwartet, ne? Haben wir ja auch so eingezeichnet. In dem Sinne dürfen wir das den DAX jetzt nicht als besonders negativ auslegen. Was man gerne auch macht, ist, dass man sagt, okay, wenn der Markt jetzt hier das 61er angelaufen hat, dass er jetzt die Bewegung nochmal nach unten replizieren kann. Man sollte es mal gehört haben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das hier kommt. Und man sollte es im Hinterkopf ein bisschen haben. Für den Fall, der rennt nämlich los und fängt an zu übertreiben, damit man ein bisschen weiß, bis wohin man kalkulieren sollte. Ne, wenn wir hier einen Hoch von 4,50, 4,75 annehmen, was wir in der Nacht hatten, oder selbst die 4,50 hier, das reicht auch, runter bis 9,50 sind knapp 500 Punkte gewesen, ne, die wir verloren haben. Und nach der Lesart würde man sagen, jetzt nach dem Abarbeiten des 61ers könnt ihr jetzt hier nochmal 500 Punkte nach unten drücken. Wäre Stand 12.000 Pi mal Daumen 300. Dann ein Erreichen von 12.800 sogar. Ne, das heißt, wenn unser DAX jetzt hier nach unten die Unterstützung nicht zum Aufdrehen nutzt und Stück für Stück weiterfällt, und die können wir da auch nochmal mitnehmen, die können wir da nochmal setzen und nachziehen, sollte man dann damit rechnen, dass unser DAX hier durchaus Probleme kriegen kann. Ne? In dem Moment, wo er die ganze Unterstützung nämlich verhaspelt, dann hier unten vielleicht sogar noch drunter fällt, dann würde hier auch wieder ein Short-Trigger anspringen, so ja, im Groben mal alles, was dann so unter 1300, 1330 geht, wäre dann schon kritisch. Und dann würde ich schon sagen, sollte man hier mit 12.900, 12.800 rechnen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube es nicht. Einfach auch, weil wir jetzt wieder in dieser Range sind, ne, in diesem ganzen Geschiebe der letzten Wochen. Es würde mich wundern, wenn es sich jetzt hier nach unten rausdrückt, aber man sollte niemals nie sagen. Deswegen haben sie es mit im Kopf. Platz ist jetzt direkt erreichbar, und zwar innerhalb von, wie lange haben wir hier gebraucht? Ne? Der Markt orientiert sich immer an diesen vorherigen Bewegungen, oder sehr, sehr, sehr oft, sagen wir es mal so, von Freitag 8 Uhr bis Montag 10 Uhr hat er das geschafft. Ne? Das heißt, 1,5 Tage können Sie sagen, wenn er den Dienstag, Mittag jetzt schon das Hoch geformt hat, könnte er zum Mittwochabend schon hier unten anschlagen. Ne? Aber dafür muss da auch Druck zu sehen sein, und dafür sollte man auch da deutlichen Druck sehen. Und dann kann man das, da denke ich, dann mit einplanen halt. Ne? Dann kann man da entsprechend die Situation nutzen. Sobald sich unser DAX dann aufdreht und hier irgendwie wieder hoch grün reinkommt, das kann schon sein bei 13,190, das kann sein bei 13,170, ne, gelingt es ihm zu irgendeinem Zeitpunkt, sich wieder deutlicher nach oben aufzudrehen und im grüne Kerzen reinzustellen, so alles, was dann auch so über die 2,30, 2,20 vielleicht hinausgeht, würde ich sagen, hätte unser DAX dann gute Chancen, hier bis 2,50 zu laufen nochmal, 2,50, die 2,80 nochmal anzulaufen. Ich gehe davon aus, dass er hier ein bisschen länger braucht, sich dann so zuckig eher mehr hocharbeitet, dann kurz mal hier in dieses Gap reinguckt, dann da auch wieder nach unten zuckt, ne, und dann so Stück für Stück hier einfach weitermacht.
Das wäre jetzt hier auf jeden Fall meine Erwartungshaltung hier oben, dass er da zögert. Und dann könnte er sich Stück für Stück eben dann im Gap vorarbeiten. Dafür wird er ein bisschen Zeit brauchen, die sollte man ihm auch geben. Aber dafür braucht man jetzt erstmal eine Umkehr, dafür braucht man hier deutlicheres Aufdrehen, deutlichere Signale nach oben, wieder grüne Kerzen drinne. Und dann ja, kann das klappen. Ne? Aber er muss aufdrehen. Und ja, wie gesagt, ja, wir haben eigentlich alles gesagt. Ne, von daher können wir hier schon zumachen. Unterstützung sind eben im Bereich um 1,60 bis 1,30 hier jetzt noch zu finden. Das ist eine Unterstützung, die den DAX nochmal nach oben befördern kann. Gelingt das, gute Chancen nochmal auf 2,50, 300, aber auch wenn er sich vorher schon streckt, ich würde mal sagen, dann hätte er auch aus Tagessicht gute Karten. Ne? Wenn er jetzt anfängt, trotz dieser Unsicherheitskerze jetzt hier wieder nach oben weiterzuarbeiten, glaube ich eher, dass ihm da Käufer folgen, als dass Verkäufer folgen. Aber passen Sie ein bisschen auf, die Amerikaner sind da recht unruhig gewesen zum Abend hin. Könnten wir vielleicht vorstellen, dass die auch unruhig reinkommen. Da muss man mal ein bisschen die Eröffnung im Blick behalten, wie unser DAX jetzt am Mittwoch denn dann in den Handel reinkommt. Na. Ansonsten, ja, oben ist 61er haben wir angelaufen, das hat noch Platz. Haben wir jetzt alles schon oft genug erzählt, von daher würde ich das Video heute gar nicht so lang machen, würde jetzt hier schon sagen, das reicht. Die haben gehört, dass wir hier auch Potenzial hätten, nochmal gut 500 Punkte wegzuschmieren, aber dafür muss Druck rein, dafür muss wirklich richtig knallen nach unten, da muss ein bisschen Tempo auch machen, ne, dass sie das im Blick haben, wenn der hier die ganzen Unterstützung einfach durchrennt, ne, wenn der da richtig durchsteigt, lange rote Kerzen da durchstellt, ne, dann vorsichtig sein, dann kann das viel werden. Wenn der sich aber nur zögerlich hier gibt, wenn er flach wird, kleine Kerzen macht und dann grün auftritt, glaube ich eher, dass wir hier oben nochmal ein bisschen Bewegung machen. Das wird auch nicht einfach, aber ich denke, dass da wird er dann nicht drum rumkommen. Gut, alles klar. Dann das dazu soll es gewesen sein. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie gut was rauskriegen und maximale Erfolge dann jetzt zum Mittwoch. Ciao!